Willkommen zurück zur Let's-Test-Rubrik, heute mit Quiz Run, einem Mobile-Game, das ich gerne ab und zu auch mal privat zocke. Es ist kein Produktplacement, nein, auch wenn mir das ab und zu mal vorgeworfen wird, gerade bei Mobile-Games. Ich spiele es einfach gerne ab und zu mal und würde es euch gerne zeigen, ist auch schon aus dem Jahre 2015. Einfache Quiz-Games à la Wer wird Millionär gibt es ja auf dem Mobile-Markt zuhauf, hier ist es ein bisschen anders. Man beantwortet nicht nur Fragen, sondern man muss sie schnell genug beantworten, weil man gleichzeitig gegen andere Spieler raced. Ich würde sagen, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Gucken wir uns das am besten einfach mal an. Das sind die Gegenüber, gegen die ich schon öfter mal gespielt habe. Bei den meisten führe ich in der Tat, allerdings nicht bei allen. Also pro gewonnenes Rennen. Ich nehme einfach mal ein neues Spiel. Hier könnt ihr auch andere hinzufügen, wenn ihr sie kennt oder per Facebook, wie auch immer. Ich nehme einen beliebigen neuen Gegner und let's go. Verschiedene Bereiche. Freizeit und Hobbys klingt gut. Kommen manchmal Gaming-Fragen vor, aber AIDS. Einfach mal AIDS. Ich weiß nicht, wofür das steht. 1796 war James Phillips der erste Mensch, der ein Akkordeon baute. Was hat das mit Freizeit und sowas zu tun? Seepferdchen für Schwimmanfänger. Mann, Karnevalslied. Aschermittwoch ist alles vorbei. Life Escape Game. Aus dem Raum entkommen. Weihnachtsmann in den USA ist Santa Claus. Der Körper braucht Magnesium für die Muskeln. Okay, sorry. Der Nachfolger der Xbox 360 ist die Xbox One. Und der Zauberwürfel, ich weiß nicht, 26 ist eine gerade Zahl. 20 auch, aber. Das war jetzt ein merkwürdiges Beispiel. So, ich habe vorgelegt, irgendein Gegenüber wird mir zugeteilt. Und dann gibt es die Fragen. Und das ist kein Mario Run, das ist Quiz Run. Deswegen gibt es Werbung leider. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. So, mal sehen, wann da jemand kommt. Oder ist es der jetzt? Keine Ahnung. Technische Schwierigkeiten. Bei welchem Brettspiel muss man aus gezogenen Buchstaben Wörter legen? Bei Scrabble. Rheinischer Karneval ist ein Jeck. Bist du Jeck oder was? Das ist Paris. Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Ein Glücksbringer ist ein Hasenpfot. Okay. Ein Skateboard. Zwei Achsen, ne? Vier Räder, zwei Achsen. Mensch, ärgere dich nicht, ist ein Brettspiel. Und das weiß ich nicht. Weinflasche, sehr gut. Also ihr seht diese Punkte oben, oder jetzt auch. Und je nachdem, wie schwierig die Frage zu beantworten war, nach Ansicht des Entwicklerteams, sage ich einfach mal, je nachdem kommt man ein, zwei oder drei Felder nach vorne. So, das war jetzt einfach nur gegen irgendjemanden. Wenn du nicht lädst, dann lass es bleiben. Und ich kann einfach mal präsentieren. Das sind die Mitspieler, wenn ich jetzt einfach mal hier, weiß nicht, Mandarine 14 nehme. Hat dreimal gewonnen und ich elfmal. Das letzte Rennen ging auch jetzt so aus. Da habe ich quasi vorgelegt. Und jetzt weiß ich, wie sie gespielt hat. Und deswegen weiß ich, ich war schneller. Ich erkläre das ein bisschen komisch, aber ihr werdet sehen, wenn ich das weiter vormache. Pass auf. Jetzt hat sie schon Erdkunde gespielt und ich spiele jetzt auch Erdkunde mit denselben Fragen. Loch Ness ist in Schottland. Der Jesuf ist, ich weiß nur, Italien, ne? Deutschland ist in der gemäßigten Zone. Nicht zu Asien gehört. Keine Ahnung. Hauptstadt von Italien ist Rom. Pisa liegt in, das wusste ich nicht. Hongkong ist China. Südamerika, wie viele Länder gibt es? Nur, gibt es echt mehr? Hauptstadt Norwegens. Also Südamerika, Fußballquali sind nur 10 Stück da. Zu welchen Balearen ist Spanien? Jetzt muss ich mich beeilen. Miami gehört zu Florida. Und nur ein Island ist Hauptstadt ist. Oh mein Gott, so wird so geschrieben. Aber ich habe trotzdem verloren. Ich habe gezögert. Gut, es ist nicht nur Blamierpotenzial da, sondern ich muss auch nachdenken, reden. Ihr kennt das. Und so verliere ich gegen Mandarine 14. Für das nächste Spiel gegen Mandarine 14 in diesem Falle lege ich jetzt vor, ich suche mir eine Rubrik aus, nehme einfach mal Disney und Comics. Und sie wird das dann irgendwann oder eher irgendwann nachholen. Monster AG ist eine Augapfel auf Bein, stimmt. Sorry, South Park ist nicht von Matt Groening. Eine Spaghetti, Susi und Strolch. Das weiß ich nicht. Erika Fuchs. Disney Comics, ein Buch von lustige Taschenbücher, oft gesammelt, lang gesammelt. Stitch ist ein Außerirdischer. Ich habe auch, ich will nicht sagen die Gabe, aber ich kann schon schnell lesen. Wenn ich eine Frage oder einen Text sehe, dann brauche ich drauf gucken und kann in etwa schon
konzipieren. Und das bringt viel schon mit sich, als Leute, die ganz langsam die Frage lesen müssen. Das macht einen Vorteil. Ihr seht jetzt die zwei Unbekannten, gegen die ich gespielt habe, die sind jetzt auch da. Mia LJ und Bleifußhäschen. So, das war das Freizeit und Hobbys und ich war schneller als sie in denselben Fragen. So, das wäre das. Sport und Bewegung hat sie ausgewählt und jetzt? Breitenachse ist ein Salter. Was weiß ich doch nicht. Medaillengewinner. Jujutsu ist doch Japanese. Mittags- und Teepausen. Cricket. Ja, kommen die schon so weit vorne, weil sie die eine Frage richtig wusste. Handball, sorry. Walter Gierens ist bei Pferden, aber das wird nicht mehr klappen. Gegen wen haben sie verloren? Inter Mailand war es. Eine Fußballmeisterschaft. Was symbolisieren die Kontinente, ne? So war das. Ich werde ein paar Sachen wissen, die ihr vielleicht nicht wisst, aber auf jeden Fall Blamierpotenzial da. Egal, es geht um den Spaß, ich will es euch näher bringen und auch auf die Gefahr, dass alle Hater sich versammeln und sich freuen. Fußball, los geht's! Der muss absteigen am Saisonende. Spielsystem. Schalker Kreisel, ach, das waren doch früher die... Das war doch kein Spielsystem, das war doch für mich die bekannten Spieler, oder nicht? Erstmal 1972, unter welchem Trainer? Wenn er in Hitzfeld, der ist schon länger im Geschäft als die anderen beiden, glaube ich. Und Halbzeit geht 15 Minuten. So. Ohne Fail beantwortet. So, verdammte Werbung eben, hat alles zum Abstürzen gebracht, egal. Bleifußhäschen, gucken wir mal. Das war eine knappe Geschichte, aber ich habe da gewonnen. Ja, ab und zu sind auch coole Gaming-Fragen. Wir hatten ja das mit der Xbox, aber auch, keine Ahnung, wen rettet Mario und dann ist es Peach und all sowas. Vielleicht noch ein paar lustige Sachen. Ich werde Freizeit immer nehmen, wenn es drankommt. Alize? Das weiß ich doch nicht. Knoblauchsoße. Ghost in the Machine. Das sind alles so alte Sachen. Pet Shop Boys sang Go West. Macbeth, das weiß ich auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Pong, Pink. I just can't wait tonight, baby. Your love is my truck. Kyogo hat nicht mitgehabt. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Back to Black. Macht Sinn. Kill 'em all. Metallica. Boah, das war knifflig. Vor allen Dingen so alte Sachen. Oftmals. Hauptsache gewonnen. Es gibt auch Punkte und all das. Und da ist ein ganz intensives System dahinter. Nehmen wir mal Disney und Comics. So, und jetzt lege ich quasi wieder vor. Das Kostüm von Batman ist schwarz. Das Herrchen von Garfield ist John. Eine Figur, Captain... Was? Ach ja, natürlich America. Wo meinte ich sogar? Oh, Mann. Ich hab nur wegen Captain und deswegen dachte ich mir... So, Tigger ist bei Pooh. Logo von Superman ist rot und gelb. Eine Brille trägt Fred Clever. Clever und Lars, ne? Der sucht Disteln. Ah, Misteln. Okay. Obelix ist blau-weiß. Ja, perfekt würde ich es nie hinkriegen. I'm sorry. Nobody's perfect. Mein Name ist Nobody. Habt ihr das Prinzip jetzt in etwa verstanden? Ja? Ich mach's nur einmal vor und dann kommen wir zu einem anderen Modus. Also dranbleiben. Nehmen wir einfach mal einen Angstgegner. Oder hier, der Winner 50, bei dem ist es immer recht spannend. Ja, 15 Mal hat er gewonnen, 18 Mal ich. Let's go. Tiere und Pflanzen zuletzt hat er gewonnen. Versteht ihr? Da hatte ich vorgelegt und irgendwann hat er es nachgespielt. Aber wenn ich jetzt eine vorlege, dann keine Ahnung, ob er es dann jetzt gleich nachspielt oder... Wisst ihr, man kann ja nicht komplett zeitgleich sein. Das Spiel zeigt nur, wie es war. Bei Mario Run seid ihr auch nicht zeitgleich in der Toad Rally mit jemand anderem am Start. Das ist immer... Zeit versetzt. Nur bei Mario Run müsst ihr nicht vorlegen. Ihr bekommt immer jemanden quasi aus der Vergangenheit. Das ist verständlich irgendwo. Ich hoffe doch. Ich drücke mich vielleicht ein bisschen unverständlich aus. Film und Fernsehen. Echtzeit ist live. Marilyn Monroe, I've been loved by you. Manche mögen es heiß. So hieß der Film da. Der Hund bei den Peanuts ist Snoopy. Jürgen von der Lippe bei, das weiß ich nicht, Geld oder Liebe, genau. Titanic mit ganz vielen. Ja, sind aber nur 11. Casablanca spielte nicht mit... Weiß ich nicht. Natascha Kampusch, die eingesperrt war. Habe ich den Film auf Blu-ray.
Damit hätte ich gewonnen. Was er in der Vergangenheit schon gespielt hat. Wenn er jetzt hingeht, würde er sehen, ach verdammt, er war doch schneller. So, jetzt mache ich aber schon das nächste Rennen. Nehmen wir wieder Freizeit und Hobbys. So, das. 11kk-Strand sind alle Menschen nackt. Baccarat ist... Das weiß ich nicht. Kartenglücksspiel. Sehr gut. Was ist nicht dabei? Ein Koffer. Wäre mir neu. Was ist keine Sprache? Kyrillisch ist so ein Zeichen, ne, wenn man es nicht versteht. Aus Plastik. 60%. Oh, das war gut. Das war geraten. Das mit den Prozentzahlen, das weiß ich nicht. Da wird sich der Winner auch denken. Warum ist der so gut? So. Okay. Das sind die Duelle im klassischen Sinne. Das sind die Leute, die irgendwie nicht mehr... Da bin ich dran? Ach, die sind dran, aber spielen nicht mehr zurück. Verstehe. So, gehen wir auf Turniere. Ich war schon beim Goldturnier, aber ihr müsst immer wieder von unten anfangen. Da hat man gleich 4 Spieler auf einmal und der letzte fliegt raus. Um es mal zu zeigen. Da steht Runde 3. Ich hatte schon mal angefangen. Das ist ja natürlich ein bisschen doof. Was ist an Ölpreis gekoppelt? Erdgas. Die große Freiheit. Weiß nicht, ist das eine Straße in Hamburg? Angels. Was ist nicht von Disney, wo die wilden Kerle wohnen? Hauptstadt von Hawaii. Honolulu, ja. Wirtschaftsordnung. Okay. Jetzt ist ja nur noch eine übrig gewesen. Ein schlechtes Beispiel. Aber ihr werdet sehen. Es geht jetzt weiter mit anderen, die gegen alle sich durchgesetzt haben. Born to be crazy. Arbeitsverhältnis kann durch eine Kündigung beendet werden. Hans-Christian Andersen ist der Zinnsoldat? Gut. Brautleid, das sind Schleier. Der Schleier. Malivi ist... Boah, das weiß ich nicht. Aber gut geraten. Deutschland ist verboten. Bigamie. Weiß ich nicht, was das ist. Muss ich gestehen. Athen, 1896. Das weiß ich. Und Kairo ist die Hauptstadt von Ägypten. Wieder war es schneller. Obwohl ich kommentiere, das wissen die nicht. Ja, ich schätze mal, die meisten sitzen da stumm vor ihrem Tablet oder Handy und machen das mal eben. Knochiela. Knochiela. Das ist Spider-Man. Welche Pflanze ist keine... Was? Was war in der Macht? Napoleon. So, Dick Brave ist Sascha, ganz genau der. Uli Hoeneß. Präsident ist... Ändert sich doch immer wieder. Sepp Blatter ist schon zurückgetreten. Haha. Bogenschießen. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Klein Walsertal. Klingt halt ziemlich deutsch, österreich, schweizerisch. Ne? Das ist nicht italienisch. Gut. Also die Fragen sind auch von 2015. Leider, leider, leider. Gerade im Fußball kriegt man viele Fragen über die WM 2014 zum Beispiel. Okay. Ihr Lieben. Jetzt haben wir das mal von neu. Der letzte ist raus. Marty McFly, das ist zurück in die Zukunft. Buffalo Bill, weiß ich nicht. Schweigender Lämmer. Das ist Memory. Muss immer kurz lesen. Wie viele? Das weiß ich doch nicht. 53, die goldene Mitte. Charlie Sheen, 2½ Men. Gut, ich werde schon mal nicht verlieren, weil der letzte ist echt weit zurück. Aber der kriegt mich vielleicht noch. Gymnasium. Und 6 gehört zu Pro7Sat1. Ui, aber die anderen waren gut schnell unterwegs. Da muss ich mich beeilen, du. Da muss ich besser werden. Svenny und Nick. 11.09. Jetzt Gas geben. Breitenachse Salto. Bundesland liegt nicht am Meer. Hessen liegt nicht am Meer. Ich weiß das. Ich wohne da. Was? Verdammt. Welche Währung hatte Spanien vorher? Peseten. WLAN. Oh, das weiß ich nicht. Spinnen? Ja, die fressen. Alter Schwede. Das weiß ich auch nicht. 2030. Kanada hat die Bu... Was? Sahorn. Blatt. Ja. Muss Linsen sortieren. Bitte nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Sokrates. Oh nein, ich sterbe. Wieder Kunterbund. Oh, gut. Hätte ja sein können, dass sie auch eine schwere Frage gerade hat, die mehr Punkte bringt. Ich habe mich nochmal durchgemogelt. Meine Friese. Vor allen Dingen, ihr habt schon gemerkt, ne? Jetzt sind die Themenbereiche halt zusammengewürfelt. Es kann von allem was kommen. Und nun. Das war nur wegen der Werbung, ne? Der Schnitt. Hoffentlich. BMX-Sport, das ist Bike-Tricks. Okay. Wollt irgendwas mit Fahrrad lesen. Das wusste ich nicht. Big Ben ist in London. Die Eltern von Herkules. Rücken eines Pferdes. Das war Polo. Adidasler? Adidas klingt sinnvoll.
Pipeline. Aber der ist gut, der ist gut, der hat gewonnen. Wann wurde Argentinien Weltmeister dort? Tja. Kann auch vorkommen, wenn echte Suchtis Tag und Nacht das Game zocken, irgendwann wiederholen sich die Fragen dann doch. Und ja, ich würde niemals Geld für das Game ausgeben. Ist meine Meinung, ist meine Meinung. Andere wollen niemals für Mario Run Geld ausgeben. Wir sind also beim Silberturnier stehen geblieben. Ich finde die Turniere ganz lustig. Belansky, CNBC und Ober 123. Hauptstadt von Ägypten ist Kairo. Hatten wir das nicht sogar schon mal? Bei der Pediküre werden die Füße. Ja, Maniküre, Pediküre. Ist nicht mein Metier. Und da stürzt das Spiel ab. Ist ja wunderbar. Ja, passiert. Na gut. Kann man nicht ändern. Auch das gehört zum Spiel. Das soll gezeigt werden, ja. Okay, machen wir weiter mit dem Silberturnier. Sind jetzt aber andere, ne? Ach, und jetzt darf ich nicht mehr teilnehmen. Okay, ausverkauft. Kaufe 99 Cent oder warte noch eine gute Stunde. Frage deine Freunde. Okay, wir spielen kein Turnier mehr. Ich hab schon verstanden. Irgendwie seht ihr nur negative Aspekte des Games. Stürzt ab und dann musst du Geld dafür bezahlen. Okay? Bezahlt einfach nicht. Ist es mir nicht wert. Okay, mag noch jemand zocken? Moni 22-56-87 gewinnt öfters gegen mich. Ich will mal meinen Erzrivalen hier besiegen. Das ist der Brian. Hodge ist... Das weiß ich nicht. Fubin Monk ist das. Wie heißt der Sohn? Stefan. Stefan Becker. Biene Meier ist von Karel Gott. Und Better Concern, das weiß ich nicht. Man kann auch raten. Besser raten, als nichts zu machen. Es gibt auch den Boost unten, aber ich benutze den nicht. Also das ganze Drumherum mit den ganzen, keine Ahnung, Karten kaufen und dies, das, Ananas. Weiß ich nicht, interessiere mich nicht dafür. Meine Intention ist einfach, ich habe Spaß an den Fragen beantworten. Ihr seht, jetzt hat mir LJ auch wieder was gebracht, also hat Fußball gemacht, wo wir vorhin gut dabei waren und ich war dezent schneller als Mia. Also in der Zwischenzeit, während ich das aufnehme, hat sie das auch dieselben Fragen bekommen und ich war schneller. Aber wenn die spielen, bleibt ihr eben selbst überlassen. Ne? Man kriegt Bescheid, sobald sie es getan hat. Der größte italienische See, Gardasee. Okay, wusste ich nicht. Wer hat Eva entführt? Die Schlange. Der Baum wohl eher nicht. Das Kolosseum ist Gladiatorenspiele. Schlacht von Waterloo. Hitler. Lol. Ja. 3. Oktober 1990. Ja, das Ende hat mich gerettet. Da hat sie jetzt vorgelegt und ich habe es nachgemacht. Also. So, ja, Fußball ist auch geil. Tiere und Pflanzen, ich will auch mal was anderes zeigen, aber dann doch Computer und Technik. Wobei das oftmals halt nicht viel mit Computer und Technik zu tun hat. HTML. Älteste Marke für Fotokameras. Canon, oder? Kodak, weiß ich nicht. Wer der älteste ist. Heft, Word, Block, Satz. Kein gängiges Speichermedium. Eine LED ist eine Lampe, oder? Mario ist ein Klempner. Mobiles Gerät. App. Computereingabegerät. Keyboard. Welche Tasten werden... Ja, WASD, die stehen... Ja, das sind die Pfeiltasten. Wenn ihr mal auf eure Tastatur guckt, WASD, werden die oft benutzt als Pfeiltasten. So, und Bleifuß Häschen. Oh, hat mich geschlagen bei Disney und Comics. Mhm. Wie steht's bei Computer und Technik? Hat sie ausgewählt. Was ist in jeder Kamera drin? Eine Linse, eine Bohne. Ja, wieder das. Jetzt haben sie schon Fragen wiederholt, in der Tat. Aber das ist halt einfach Zufall. Einfach random. Geocaching. Caching. Der Bruder heißt Luigi. Was? Penicillin. So. Ja, auch Freunde im Ranking überholen und sowas. Wie gesagt, ich habe den Spaß daran überhaupt, das Game zu zocken, mein Wissen zu testen und das möglichst schnell. Die Fragen sind nicht so abstrus schwer, aber dafür muss man halt gut reagieren können und ich kann halt vor allen Dingen schnell lesen. Deutschlandwissen, bloß nicht Mode, das ist das letzte Themengebiet, was ich auswählen würde. Ab welchem Alter sind, ab 14, oder? Ja, andere sind viel zu jung. Wappen welcher Stadt ist ein Boot abgebildet? Die sind alle am Meer, ne? Kiel. Ländervorwahl ist 49. Das höchste, das wusste ich nicht, früher war es der Kölner Dom. Berlin liegt, ich konnte mich nur blamieren, ich wundere nicht.
Niedersachsen. Weihnachtsgebäck aus Nürnberg, Nürnberger Lebkuchen, ja. Von Cottbus nach Osten. Das ist weiter oben, ne? Schulvor, Abitur, da, da, da. Wie gesagt, die Blamierwahrscheinlichkeit ist recht hoch. Und trotzdem stelle ich mich. Hallo und trotzdem stelle ich mich und, keine Ahnung, mit Blamierpotenzial. Auch Black Angel hat mich öfters besiegt. Gucken wir doch mal, Film und Fernsehen. Hab aber ich gewonnen. Gut. Goody, goody, goody. Freizeit und Hobbys. Schon wieder. Gaming quasi. Wo's mit MIT? Alter. Was zum Teufel war das? Wo kommt das her? Ich tippe mal auf China. So klingt's nämlich. Ausgesprochene Sprache ist lateinisch. What Hobby? Alter. Steckenpferd. Achso. Heiratsversprechen ist eine Verlobung. Arriver Bugging. Das weiß ich nicht. Achso, Sesselboot ist. Ah, genau. Wasserpfeife, Shisha. Halte ich nichts von. PVC. Ich habe ein bisschen Allgemeinwissen, aber nobody's perfect. Mein Name ist Nobody. Ihr merkt, dass diese Isodora auch gerade spielt. Die überholt mich immer wieder. Ich krieg aber nicht Bescheid, dass sie gespielt hat und deswegen überhole ich sie immer wieder. Okay. So, ja. Ich darf wirklich nicht, nein. Das ist so lame. Egal. So, Freizeit und Hobbys. Ja, ja. I know that. Machen wir weiter Geschichte wissen, mal ganz trocken hier. Dominikanisch und Dominikaner, oder? So. Aquae. Baden-Baden. Hauptstadt der DDR? Was? Ja, Ost-Berlin, oder nicht? Was war verboten? Alkohol. Euro-Bargeld, das war 2002 am 1. Januar. Plattensee. Das weiß ich nicht. Stonehenge. Aber wo das liegt, habe ich keinen Plan. Ein Pharao. Korfu. Könnte ich auch nur raten. Ich kenne mich mit Griechenland auch nicht so aus. Kalter Krieg, habe ich schon mal gehört. Das erste gedruckte Buch war die Bibel. Das war ja zum Beispiel kein so gutes Rennen. Ja? Aber es ist halt Geschichte. Ich weiß nicht, ob der Gegenüber da auch... Alter. Aha. Nehmen wir die beiden halt mal in diesem... Letzt Test aufs Korn, aber da hat Bleifuß-Häschen mich echt abgezogen. Das kann so nicht weitergehen. Film und Fernsehen, hast du schon mal vorgelegt? Und ich sage dir, Sketch, ja, Dinner for One. Der böse schwarze Mann. I don't know, Mann. Ich sehe tote Menschen. 2013, Django Unchained. Schöner Film. Johnny Depp. Captain. Ja, Hein Blöd heißt er. Habe ich als kleines Kind auch gesehen. Kam ab und zu, ich glaube, samstags. So, was wollen wir? Film und Fernsehen? Politik und Wirtschaft? Wir nehmen mal Fußball. Haut den Schurken auf die Gurken. Totenkopf-Logo, St. Pauli. Alexa Ferguson. 26 Jahre reicht ja erstmal. Mit dem Abpfiff. Alte Dame ist doch... Ja, Hertha Berlin. Aber auch Juve. Bundesliga-Konferenz. Einen Salto hat er oft ausgeführt und das wär's. Verschwinde. So. Mia LJ. Computertechnik. Abgeräumt. Sehr deutlich, sehr deutlich. Jetzt wieder Geschichte. Friedrich der Zweite ist Friedrich der Große. Kopernikus in... War ein Versuch wert. Edward Snowden, Friedensnobelpreis, Adenauer. Ist ja nur ein deutscher Politiker gewesen, denke ich. Martin Luther hat's übersetzt. Stettin. Ja, ich war noch nicht in Polen. So viele polnische Fragen heute. Twin Towers, 11. September 2001. Ich habe nur Markus gelesen, ich wollte das. Hatte wir Love Parade. Euro Starter Kit. Ja, das mit den Euro hatten wir jetzt. Des Öfteren.
Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde es ab und zu mal ganz entspannt. Werbung lädt nicht, alles klar, cool. Nochmal Gaming, vielleicht kriegen wir irgendwas. Es sind ab und zu echt schöne Fragen, die unser Metier betreffen dabei. Ein Skat-Spiel. Don't know, spiel kein Skat. Karawan. Dioramen. Ja, genau, die gibt's auch für Amiibo. Was? Parfüm? Alkohol? Echt? Strohsterne. Was? Fahrradlenker ist Vorbau. Achso, ja, doch Coca-Cola. Weihnachtsmann rot. Ist ja wirklich so. Fahrradmodell hat keinen Sitz. Liegerad. Ganz kurz. Naja, besser als falsch zu beantworten. Ist jetzt blöd, dass wir echt die Challenges nicht weitermachen konnten, die Turniere. Ja, die mit den Tickets. Müsst ihr nicht machen. Also das könnt ihr wirklich unbegrenzt spielen, da mal keine Angst. So, und dann kann ich auch ein paar abarbeiten. Ich will jetzt eigentlich jemanden, der mich ein bisschen vor... Der Isodora. Nehmen wir so komplett direkt aufs Korn. Da zack. Weiß auch nicht, wer das ist, ne? Weil angezeigt wird, du hast einen Freund überholt. Alles random Leute für mich. Deutschland. Seehunde. Ja, wenn an der Nordseeküste. Zugspitze. Okay. Bremer Wahrzeichen. Wer ist Rudolf Roland? Rudi! Weißwurst, Äquator. Was zum Teufel? Gemüseprodukt. Ja, okay. Der Rhein. Der ist ein Friesländer. Älteste Uni. Heidelberger. Ist nicht weit von hier. Nicht allzu weit. Europa-Park, aber wird mich... Ja. Liegt nicht am Meer. Kiel liegt am Meer. Pech gehabt. Man kann nicht immer gewinnen. So, Madame. Fußball. Bloß keine Mode. Was? Niederländische Fußballnational... Ach, Elfte. Z. Ich hätte was ganz anderes im Sinn. Toni Kroos spielt für Real. Das Runde ins Eckige. Elfmeterschießen. Wie viel hat gewonnen? 4 schon. Als ob ich jetzt schnell nachzählen würde, wisst ihr? Wurde niemals Torschützenkönig. Polly. Mutterland des Fußballs. Weil Polly ist in der Nationalmannschaft immer besser gewesen als beim Club. Das Jahrhundertspiel. Deutschland-Italien. Ja. Es ging halt. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. 3-3 und dann Verlängerung und dann 3-4 und 4-4 und... Ne, ich glaube 3-4 war das Endergebnis, aber trotzdem. So, Christina Yu. Computertechnik. Ja, verloren. Kevin Rossdale. Wer soll das sein? Ich doch nicht. Londoner Kunst. Das ist, die heißt Kelly. Früher kam das auf MTV andauernd. Das ist der Papst. Lady Gaga ist echt, ich nicht, Stephanie. Alles klar. Das weiß ich auch nicht. Da werden jetzt viele Abonnentinnen vor allen Dingen wahrscheinlich sagen so, ja, kenne ich, aber ich doch nicht. Ich gucke doch keinen Germany's Next Topmodel. Susi und Strolch. Und gibt aber nur einen Punkt. John Lennon heiratet. War auch noch falsch. Ihr glaubt nicht, was ich manchmal für Runden hinlege, wenn ich auf meinem Sofa chill. Da räume ich alles ab, aber natürlich, wenn ich mal ein Video aufnehme, so ein paar wie... Egal. Mach Geschichte. Ah, Musik hat man, oder? Vielleicht am Anfang ganz kurz. Geheimdienst der DDR, das war die Stasi. Afghanistan und Indien. Pakistan. Afro-Amo, das ist Obama, das ist alles bisher einfach. Menschengattung... Was? Hä? Heidelberg nach einer Menschengattung genannt? Was? Okay. Dolly Parton, das geklonte Schaf. Größte italienische See, Gardasee. Das, die haben A. Nee, haben die nur A? Achso. Kannst mal sehen. Haben sie mich reingelegt? Keine Ahnung. 89. 89 die Mauer auf und 90 war Tag der deutschen Einheit. Oder war das am selben Tag? Ich war dabei. Ich war ein Jahr alt. Ah, die Mia hat mich knapp geschlagen hier. Bei der Runde, die ihr noch mit mir gesehen habt. Und anschließend wählte sie Sport. Der Ball beim Rugby ist eiförmig. Markus Wasmeier ist Wasi. Kenne ich nicht, aber
sinnvoll. Frauenfußball ist das. FFC Frankfurt. Abseits gibt es nur im Fußball. Olympianer. Olympionike. Okay, sorry. Blei? Ach, was gibt es nicht? Für die Mitte gibt es 50 Punkte. Wer muss nicht aufgepumpt werden? Der Hockeyball. Das ist doch ein Puck. Beim Hockey, das nennt man doch Puck, oder nicht? Okay. So, ich sag euch ganz ehrlich, ihr könnt es ewig weiterspielen, aber langsam müssen wir dann doch zum Ende kommen. Fußball nochmal. Das ist der Torwart. Oftmals. Ja, eigentlich immer. Wüsste jetzt nichts anderes. Oh, schön. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Jetzt vorhin, als es abgestürzt ist, war es zwar nicht so. Aber jetzt kommen genau dieselben Fragen wieder. Wenn ihr eben gezögert habt, dann könnt ihr jetzt ganz schnell, zack. Der offizielle Spielball hieß Brazuca. 5-Meter-Raum ist der Torraum. Brasilien. Frankreich, Honduras. 1-0? 3-0. Das ist die Bundesliga. Im Spiel. James Rodriguez, der hat doch so ein Ohr abgebissen oder so ein Quatsch. Gladbach. Der Torwart. Sorry, gezögert. Das waren 80.000 sogar. Das größte Stadion Deutschlands. Und nochmal, komm, Bleifuß. Hat gegen mich katastrophal im Fußball verloren gerade. Das ist die letzte Runde jetzt. Serien. Reporterin. Carla Kolumna. Immer wieder Jim. Wie viele Kinder hat die? Mike und Molly, sie sind übergewichtig. Ich wollte nicht, es wäre diskriminierend gewesen. Jerry Bruckheimer. Don Johnson. Oh, Long Johnson. Oh, Pim Piano. Patrick. Ja, das war jetzt schlecht. Die Knochenjägerin. Das war schlecht. Na gut, ich muss eh noch einen vorlegen. Allerletzte ran. So, nehmen wir Tiere und Pflanzen. Hatten wir nicht. Also los. Facettenaugen, das sind doch Insekten. Ich wollte Spinnen sagen, aber ja. Welcher Vogel ernährt sich vegetarisch? Der Fink. Das ist der Chihuahua. Chihuahua. Pflanzenkrankheit. Mehltau, das wusste ich nicht. 4, ne? Ja. Eine Zierpflanze. Fließiges Lieschen. Okay. Durch die Wurzel. Amöben sind Wechseltierchen. Das sind. Ja, kenne ich aus Yoshi's Island. Muss ich ganz ehrlich sein. Na gut. Probiert selbst mal aus und hatet mich nicht zu Tode, dass ich manches nicht gewusst habe. Meine Güte. Ich sehe es schon kommen. Danke fürs Ansehen. Das wäre es. Das wäre Quiz Run. Wie gesagt, die Turniere sind eigentlich spannender. Die Challenges, ja, nicht mein Ding. Es gibt auch viel drumherum. Kann man das ausgeben und dies, das, Ananas. Aber ich beschäftige mich gern mit dem Spiel an sich. Danke fürs Ansehen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.